Ja, ich bin jetzt in Berlin, Wonder of Love Tour, und ich freue mich total, hier in Berlin auch von so vielen Menschen liebevoll empfangen zu werden. Und Berlin ist eine sehr raue Stadt, eine Stadt, die einen irgendwie immer pusht, die eine sehr, sehr große Energie hat, sehr drückend teilweise, ein bisschen kalt, aber in kleinem Kreis merkt man dann, dass die Menschen sich ja trotzdem die Warmherzigkeit und auch die Nächstenliebe erhalten haben oder zurückerkämpft haben. Und ja, dass man hier tatsächlich auch wunderschöne Stunden und Tage verbringen kann. Allerdings leben möchte ich in Berlin nicht. Das ist einfach auch eine nicht notwendige Sache, sich hier in diesen Betonkasten einsperren zu lassen. Ja. Muss man nicht. Es gibt ja genug Freiraum auch in Deutschland und auf der Welt, wo man im Einklang mit der Natur leben kann oder wenigstens eine Stadt, die einfach eine viel schönere Energie hat und die auch mit viel mehr Liebe designt ist und nicht so funktional und dann auch teilweise so runtergekommen. Und also Berlin geht gar nicht. Also für mich persönlich. Wer hier natürlich aufgewachsen ist, der kennt nichts Besseres. Und ja, dann ist es sicherlich immer so eine Hemmschwelle, dann aus seiner eigenen Hut da irgendwie rauszugehen. Ich weiß nicht, wie findet ihr Berlin? Schreibt mir das mal. Und insbesondere interessiert mich natürlich die Meinung derjenigen, der Nicht-Berliner. Die Berliner sind meistens wahrscheinlich total zufrieden mit ihrer Stadt, sonst würden sie ja nicht in Berlin wohnen. Aber diejenigen, die von außen kommen und in Berlin zum Beispiel mal eine Zeit lang studieren oder so, naja, da bin ich mal gespannt. Also für mich persönlich wäre das definitiv nichts. Ja, Wonder of Love Tour. Freut mich total, dass ja, ich eigentlich jetzt auch schon viele Menschen habe, die mir gesagt haben, hey, ich würde gern mal, dass du bei mir vorbeikommst. Und ich ja, werde einfach schauen, wo lange ich gerade fahre, wer in der Nähe ist, wie gerade der Flow ist. Und ja, falls du also auch noch irgendwo die Lust hast, dass ich vielleicht mal bei dir vorbeikomme, dann schreibe mich einfach bei Facebook an, schreibe mir deine Telefonnummer und deine Adresse und wenn ich in der Nähe bin, melde ich mich einfach. Ich melde mich natürlich immer, versuche mindestens einen Tag vorher mich zu melden, wenn ich in deine Region komme, sodass du dann weißt, okay, ich komme. Na, nicht. Und macht euch da auch bitte keine Umstände. Ich komme auch wunderbar mit mir selber klar. Das heißt, wenn ihr einfach sagt, hey, kannst bei mir pennen, ich habe ein bisschen was zu tun, aber super, dann ja, mache ich meine Videos und habe meine Gitarre mit, ich habe meinen Laptop mit, ich habe alles mit, was ich brauche, um glücklich zu sein und produktiv zu sein. Und ja, deswegen, also braucht er nicht Urlaub nehmen oder viele sagen dann, okay, ich bin dann irgendwie nicht da oder also tagsüber, alles überhaupt kein Thema. Ich kann auch wunderbar mich selbst beschäftigen. Ich bin auch oft im Auto. Ich habe jetzt auch schon eine Nacht hier im Auto geschlafen und das ist alles wunderbar. Keine Umstände. Es geht nur darum, dass man ja einfach sich mal trifft, persönlich Energie austauscht, vielleicht ein Transformation Game spielt und ja, was auch immer dann quasi der Flow hergibt, singen, reden, keine Ahnung. Ja, das war ein kurzes Update. Also ich bin jetzt hier in Berlin, das war so die erste große Station. Dann weiß ich noch nicht, ob es Richtung hoch in den Norden geht, Hamburg, oder eben Richtung Hannover. Das werden wir dann sehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart, wenn ihr das Video am Montag wahrscheinlich seht. Also jetzt ist Donnerstag, Freitag und mal sehen, wenn ich das nächste WLAN bekomme. Vielleicht seht ihr das auch schon direkt heute ist Donnerstag, glaube ich. Habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Aber ja, oder vielleicht dann erst am Freitag oder Samstag. Mal sehen, mal gucken. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Kleines Update und bis zum nächsten Mal.